Jetzt ist Blütezeit. Hol dir den Frühling und Sommer ins Haus. Und wie das am besten gelingt, das zeige ich euch jetzt. Du kennst das sicher, du hast einen Blumenstrauß geschenkt bekommen und weißt gar nicht so recht, welche Vase du auswählen sollst. Es ist immer so diese Krux, irgendwo rauszufinden, welche Blume in welcher Vase, damit das auch wunderbar rauskommt. Und wir fangen mal an mit der Kugelvase. Die ist immer super für kleine knubbelige Sträußchen, gerne auch mit Accessoires versehen oder eben auch große Hortensien, die du jetzt vielleicht auch im Garten hast. So ein Blumenkopf mit der Kugelvase, das sieht wunderbar aus. Dann gibt es natürlich auch für langstielige Rosen, die du vielleicht von deinem Liebsten oder deiner Liebsten geschenkt bekommen hast, oder für eine Kalla gibt es diese wunderbaren Vasen mit einem etwas schmaleren Hals. Die sind natürlich top, damit die Blüte gehalten wird, damit man vielleicht noch ein bisschen Grün reingeben kann. Sieht hochdekorativ aus und hält auch in der Regel ganz, ganz lange. Und was ganz, ganz einfach ist, was wir früher ganz oft hatten, sind Weinflaschen. Weinflaschen sind auch Flaschenvasen und die kann man noch so ein bisschen aufpimpen, indem man sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Modeschmuck, da hänge ich einfach ein Bändchen dran und hänge das Bändchen wie eine Kette um die Flasche herum und gebe dann meine Blüten herein. Dann sieht das Ganze noch mal ein bisschen besonders aus und bekommt den individuellen Twist. Es gibt eine Vasenform, die geht immer. Das ist die Zylindervase. Die Zylindervase hält Blütenköpfe unglaublich gut am Rand, sieht immer stylisch aus. Man kann auch unten noch mal Sand oder Steine reingeben. Und ich muss sagen, ja, also das ist ein absoluter Allrounder. Da würde ich noch nicht mal sagen, dass es eine besondere Blüte sein sollte. Auch nur ein oder zwei Stiele sehen hier tippitoppi aus. Und wenn doch mal ein Stiel abbricht, wie das hier passiert ist, dann gibt es die kleinen Einzelvasen und die sehen auf einem Tablett arrangiert super klasse aus oder eben auch einfach so als Grüppchen zusammengestellt, gerne in einer ungeraden Zahl auf deinem Esstisch oder auf dem Sideboard. Es gibt sie einzeln, man kann auch kleine Flaschen sammeln oder es gibt eben auch kleine Arrangements, die schon fix und fertig so angeboten werden. Das ist großartig, gerade wenn man dann auch die Blütenformen und Farben so ein bisschen aufeinander abstimmt. Und last but not least, hast du es sicherlich schon oft gesehen in irgendwelchen Magazinen, sind die stylischen Designervasen. Die sehen so toll aus, machen richtig viel her. Aber ganz ehrlich, die sind gar nicht so einfach. Wie bekomme ich denn so ein Epis zusammen, indem ich einfach ein Wasserglas reingebe? Ich zeige dir das mal. Damit die Blüten Halt bekommen, habe ich hier einfach ein Wasserglas reingegeben, was so ein bisschen schmaler ist. Zack. Und dann kann ich wunderbar meine Blätter, meine Blumen arrangieren. Und noch ein kleiner Tipp, wenn du gerne auf den Flohmarkt gehst oder vielleicht keine Erbstücke zu Hause hast, Blüten in alten Suppenterrinen oder Teekannen sehen auch fantastisch aus. Jetzt haben wir die richtige Vase gefunden. Jetzt stellt sich die Frage, welche Blumen passen denn überhaupt gut zusammen? Und ich persönlich mag es immer, wenn ich einen Hauptakteur habe, wie hier den Rittersporn, und einfach nur so ein bisschen drumherum dekoriere. Das sieht schon großartig aus. Also eine Blume im Zentrum. Kann ich euch auch noch mal zeigen hier bei den Rosen. Hier haben wir die Rosen genommen als Zentrum. Ein bisschen Schleierkraut drumherum, ein bisschen Grün, was immer für Frische sorgt drumherum. Und bam, sieht das schon klasse aus, oder? Aber wie arrangiere ich denn Blüten in einer Vase? Und da gibt es zwei Arten, wie ich das machen kann. Wie die Floristen, die nehmen einen Hauptakteur auch und dann in einer Kreuzbindung werden die Blüten immer wieder so im Kreuz, in einer Spirale, in einer Richtung gebunden. Das sieht sehr schön aus und hat natürlich den Vorteil, dass ich immer wieder Blüten rausziehen kann oder eben entsprechend auch wieder reingeben kann. Ehrlich gesagt, ich bin keine Floristin und das ist mir auch eigentlich ein bisschen zu kompliziert. Lass uns das mal anders machen. Ich zeige euch jetzt mal was. Ich habe hier eine Vase, die finde ich großartig und es ist viel, viel einfacher zu schauen, wie lang sollen denn meine Blumen überhaupt werden. Dann gucken wir mal und sagt immer so ein Drittel Stiel, zwei Drittel Grün. Schau mal, wie hoch ist die Vase. Ich halte sie so ein bisschen an. Okay, ich schneide unten mal so 10 cm ab. Zack, zack, zack. Und wenn ich das gemacht habe,
habe ich schon ungefähr die Länge, gebe ein bisschen Wasser in die Vase, nie zu viel. Gut, hier würde ich vielleicht einen Touch mehr machen. Und wichtig ist immer, kein Grünwerk in dem Wasser zu haben, weil grüne Blätter sorgen dafür, dass das Wasser verfault. Deswegen zupfe ich die immer ab und so bleibt das Wasser eben auch lange frisch. Und so fange ich einfach an, über Kreuz zu arrangieren. Einfach immer zwei Blüten über Kreuz. Das sieht einfach großartig aus und sorgt für eine gewisse Harmonie, die ich dann entsprechend entstehen lasse. Auch das Grünwerk dann dabei für die Frische. Und wusstet ihr, dass man in Frankreich, da kommt das her, dass man überhaupt keine geraden Anzahl an Blüten verschenkt? Ich wusste das vorher gar nicht. Früher war es wohl so, gerade Anzahl an Blüten gab es auf dem Markt, gab es auf dem Discounter. Und so kam das, dass man in Frankreich in den Geschäften immer ungerade Zahlen verkauft hat. Und diese Tradition hat sich tatsächlich bis heute hierhin auch fortgepflanzt, dass man sagt, okay, ich verschenke nie gerade Anzahl an Blüten, sondern immer nur ungerade. 13 Blüten werden übrigens nie verschenkt. Das ist auch ein bisschen Aberglaube, aber braucht man ja auch nicht. Kauft man 12, ist auch günstiger. Und schaut mal, über Kreuz arrangiert habe ich hier einen wunderschönen Frühlingsstrauß. Der ist locker, der ist federig und sieht einfach als It-Piece wunderschön aus. Damit du viel Freude an deinem Blumenstrauß hast und die Blumen ein langes Leben haben, hier noch ein paar Tipps zur Pflege. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Vase, die du benutzt, richtig sauber und rein ist. Weil wenn sich Bakterien einsammeln, fühlen sich die Blümchen nicht sonderlich wohl. Ein Tipp noch, wenn du eine Vase aus Metall hast, bitte Glaseinsatz oder Porzellaneinsatz reingeben, damit auch da die Blumen sich richtig wohlfühlen. Das zweite ist, immer frisches Wasser. Frisches Wasser lieben die Blumen und im Sommer natürlich auch, weil sie einfach dann ja, sich so richtig pudelwohl fühlen und auch da keine Bakterien reinkommen. Und was auch wichtig ist, ist der Standort. Daher immer so halbschattig, gerne auch ein bisschen kühler stellen, damit du lange Freude dran hast. Hast du auch tolle Tipps? Dann schreib uns die gerne in die Kommentare. Und wenn du weitere inspirierende Deko-Ideen suchst, dann klick bitte hier. Ach ja, wenn du unseren Instagram-Kanal noch nicht kennst, freuen wir uns, wenn du mal vorbeischaust.